Oh, Tag auch und willkommen zum letzten Tag in Davos. Heute haben wir Sonntag, das Wetter ist leider nicht so der Brüller. Wir machen uns aber trotzdem noch auf den Weg und zwar trennen wir uns heute ein bisschen auf. Der Marvin und ich werden heute noch ein paar Drohnenziele ansteuern am letzten Tag, weil wir müssen heute auch noch zurückfahren. Das sind glaube ich 87 Kilometer bis nach Hause. Der David und der Dennis, die wollen heute noch den Gottschner Grat und den Gottschner Freeride fahren. Allerdings muss der David gerade noch eben seine Bremsbeläge wechseln, weil die sind nämlich richtig durch, wie ihr hier sehen könnt. Die haben es sozusagen auch genauso wenig wie meine Bremsbeläge und Scheiben überlebt. Aber gut, ein bisschen Materialschwund ist immer. Man sagt ja, alpines Biken ist eine Materialschlacht und ich denke, das haben wir uns alle erstmal erfahren dürfen. Ich will mich jetzt für den heutigen Tag von den beiden schon mal verabschieden. Ciao! Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Tschüss. Spaß und wir sehen uns schätzlich mal nächstes Jahr wieder. Ne? Ich denke, dass wir nächstes Jahr nochmal in der Konstellation Mountainbiken werden. Also wir haben auf jeden Fall Blut geleckt hier in den Bergen und ja, ist auf jeden Fall der Hammer. Ne? Also es ist ganz anders als zu Hause auf den heimischen Hometrails. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall heute noch im Video und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir beide verabschieden uns jetzt hier vom Davoser See. Unser letzter Tag geht zu Ende hier in Davos. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Wir hatten eine wunderschöne Zeit hier. Wir haben sehr viel erlebt, viele Aufnahmen gemacht, viele Bilder geschossen, alles im Gepäck. Und wie gesagt, sobald wir zu Hause sind, werden wir anfangen zu schneiden. Und wenn die Videos online seht, seht ihr es definitiv auf der Instagram-Story oder bei WhatsApp oder sonst wo. Wir werden definitiv nochmal wieder her zurückgehen, weil es einfach so viel Tolles hier zu entdecken gibt und ja, das Mountainbiken, alpines Mountainbiken ist einfach der Wahnsinn. Also es ist ein Traum in Erfüllung gegangen für mich mit dem Gebirge, einfach mal die Berge zu sehen, Mountain, also hier Mountain zu biken oder zu biken und natürlich einfach diese tolle Landschaft zu genießen. Es war vollgepackt mit Erlebnissen und ich hoffe, dass ihr vieles davon im Video wieder zu sehen bekommt. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle von euch. Und der Marvin mit Sicherheit auch. Ich auch. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der Heimat wieder beim nächsten Video. So, ich habe mir nochmal ein lauschiges Plätzchen hier gesucht, weil ich möchte mich nochmal bedanken und zwar bei meiner Frau. Vielen, vielen Dank, mein Schatz, dass du das alles möglich gemacht hast, dass ich diesen Trip machen konnte, dass du zu Hause auf die Kinder aufgepasst hast, dass du immer hinter mir stehst, egal was ich tue und dass du bei meinen Projekten mich auch unterstützt. Und ich freue mich riesig auf euch. Ich freue mich riesig, wieder nach Hause zu kommen. Ich vermisse euch unheimlich. Ich würde am liebsten diese ganzen Eindrücke und Erlebnisse mit euch hier teilen. Das werden wir definitiv auch tun. Benny, du solltest definitiv nächstes Jahr mit dabei sein. Dieses Jahr ging es leider nicht, aber es ist einfach mega hier und es ist auch genau das Richtige für dich. Du wirst mit dem Mountainbike hier genauso viel Spaß haben, wie wir hatten. Ich freue mich riesig. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen und wir sehen uns nachher wieder. Ciao.